Willkommen zu unserem Infovideo zum Minecraft-Organisationslaboratorium. Mein Name ist Andrea Schaffer. Und mein Name ist Matthias Lang. Wir kommen gerade aus einem anregenden Webinar zum virtuellen OLAB der Universität Witten und wollen Ihnen kurz erzählen, worum es dabei gehen wird. Ein Organisationslaboratorium ist ein Lernsetting, in dem in zeitlicher Verdichtung Organisationsdynamiken erlebt und reflektiert werden können. Da wird gearbeitet, da wird entschieden, da wird kommuniziert, da wird strukturiert. Dieses Organisationslaboratorium ist ein besonderes. Zum einen, weil es hier die Möglichkeit gibt, neuartige Organisationsentwürfe wie zum Beispiel Holacracy auszuprobieren und mit anderen zu vergleichen. Also kein New Work Vortrag, sondern hineinsteigen, tun, spüren. Zum anderen, weil es in einem sehr speziellen Umfeld stattfinden wird. Wir haben ein Setting geschaffen, in dem man im Digitalen gemeinsam arbeiten kann und auch beobachten kann, wie Zusammenarbeit entsteht. Es wird eine Organisation geschaffen und gleichzeitig auch analysiert und darauf geachtet, welche Dynamiken denn da eigentlich passieren. So kann man Kooperation und auch remote zu arbeiten gleich in der Praxis einüben. Die Gestaltung von Kommunikationsprozessen und auch unterschiedlichen Kanälen wird natürlich auch zu einem wichtigen Thema und auch diese können analysiert werden. Damit lassen sich digitale und auch agile Bedingungen, wir schauen ja auch auf unterschiedliche Organisationsformen, direkt in der Praxis erproben. Im Organisationslab spielt auch die Reflexion des gemeinsam Erlebten eine sehr wichtige Rolle und auch der Transfer in die Praxis nimmt im Laufe des Labs und besonders aber dann auch am Ende einen großen Raum ein. Die Welt, die wir gewählt haben, ist Minecraft. Jeder und jede hat einen Avatar, bewegt sich durch die Welt, kann eigenständig etwas tun und so entsteht dann im Laufe der Zeit auch ein gemeinsames Produkt. Das Ziel der Organisation und auch das Lernen in der Organisation wird damit wesentlich besser und auch konkreter greifbar. Die Prinzipien des Game-Based Learnings helfen dabei und machen aber vor allem eines: sehr viel Spaß im gemeinsamen Tun. Wenn Sie die Gelegenheit nutzen wollen, um andere Organisationsentwürfe in einem virtuellen Setup zu erfahren und mit anderen zu vergleichen, dann finden Sie alle weiteren Informationen auf der Infopage der Universität Witten. Aber Achtung, der Anmeldeschluss ist schon am 12.12. Wir freuen uns auf Sie.